Das ist Frau Frank. Frau Frank gehört dieses wunderschöne Anwesen am Neuen Markt in Potsdam. Das macht ihr viel Freude, aber auch eine Menge Ärger. Blöde Natur. Mir wird zur Last gelegt, dass ich Unkraut, welches sich angeblich auf meinem Gehweg befindet, nicht beseitigt habe und damit gegen die Straßenreinigungssatzung verstoßen habe. Dabei zupft der Hausmeister von Frau Frank einmal pro Woche das Gras vom Gehweg und trotzdem wächst dieses Potsdamer Gras einfach weiter. Ich versuche mal Wurzel rauszuziehen. Klappt ja nicht jedes Mal und ich quäle mich so, ne? Aber offensichtlich nicht genug. Die logische Konsequenz, ein Bußgeldbescheid. Frau Frank soll zahlen, 53,50 Euro. Ich finde das eine Unverschämtheit. Aber es gibt nun mal Regeln. Demnach gehört zur Straßenreinigung auf Gehwegen auch die Beseitigung von Unkraut. So steht es in der Straßenreinigungssatzung. Und dagegen wird hier klar verstoßen. Das belegen diese Beweisfotos der Stadt Potsdam. Auf dem Gehweg kein Durchkommen. Ich finde es geradezu grotesk. In Zeiten, wo wir mit Flüchtlingsströmen kämpfen, schickt die Stadt Potsdam zwei Menschen los mit einer Kamera, um zwei Grasfetzen zu fotografieren. Na klar. Die Wahrung der Ordnung hat oberste Priorität. Deshalb hat das Ordnungsamt die Anzahl seiner Außendienstmitarbeiter von 28 auf 48 erhöht. Und die schauen auch genau hin. Schließlich ist in Potsdam exakt geregelt, wie ein Gehweg auszusehen hat. Und der Sprecher der Stadt betont: Und von daher haben sich alle daran zu halten. Genau, alle. Ohne Ausnahme. Die Stadt geht da auf ihren öffentlichen Wegen mit gutem Beispiel. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem Urwald auf Frau Franks Gehweg. Ich werde den Bußgeldbescheid ganz bestimmt nicht zahlen. Jetzt wird ein Gericht entscheiden, wie es mit dem gemeinen Gehweggras weitergeht. Und es wird wohl noch ein bisschen dauern, ehe da Gras drüber gewachsen ist.